einen Freiwurf und jetzt stellen zum Wurf. Gina Meinke, nicht gut gestellt, aber die Parche war auch viel zu passiv. Sie kann sich da den Laufweg aussuchen, steigt hoch und macht das Tor zum 14:0. Ja, Spieler sind wieder durchgelaufen, aber ich halte es für die etwas bessere Variante, jetzt erstmal abzuspielen, sich ein bisschen Raum zu verschaffen. Jetzt müsste vielleicht mal eine Spielerin vorkommen, sich mehr anbieten und somit eine Anspielmöglichkeit zu bieten für die Mitspielerin. Weil sie weiß gar nicht, wo sie hinspielen soll. Und jetzt wieder mit dem langen Ball versucht. Jetzt kommt er mal an. Und jetzt 2-1. Und die Chance für Parchim war ein schlechter Pass. Konnte nicht gefangen werden von Christine Kelm. Deswegen keine Torchance. Und jetzt sieht es schon fast nach einer Zonendeckung aus, was man hier macht. Bei Parchim. Und das Tor, der flache Wurf durch Fanny Antemann. Zu 15:0. Jetzt mal schnell Anwurf gespielt, mal das 1 gegen ein 1 gesucht. Die Möglichkeit und das Tor für Parchim durch Raya Kurze. Das Spiel wird weiterlaufen gelassen und der schnelle Angriff von Grün-Weiß-Schwerin läuft bereits wieder. Übertreten. Pässe nur als hohe Bogenlampen gespielt. Die sind natürlich schwer zu bekommen da vorne, wenn da eine so gute und schnelle Abwehr steht. Versuch von Raya Kurze. Das kann man sehen, die Zuordnung bei Parchim läuft nicht. Alle Spielerinnen haben sich zurückgezogen. Keiner nimmt ihre Gegenspielerin. Jetzt haben sie sogar selber Einwurf. Das bietet sich niemand wirklich an. Der lange gefährliche Pass kommt zwar an. Ärgert sie sich, dass sie den Ball ins Ausgespielt hat. Und der Wurf von Charlotte Job. Sami Barchin hat mal den Ball geholt. Im versuchten Slalomlauf sie durch, der Pass landet dann wieder aber in den Händen von Grün-Weiß-Schwerin. Fanny Antemann mit dem Versuch gehalten von Kimberly Köster. Und der erneute Versuch von Raya Kurze und gehalten von Pia Harm.
Und das Tor von Gina Meinke, nachdem man vorher gestellt hatte und sie dann schön hochspringt und den Ball in eine lange Ecke unterbringt. 16:1. Den Ball wieder geholt und der Konter läuft wieder. Mitspielerin gesehen. Und der Ball dann vorbei von Fanny Antemann. Das ist mal ein schöner Lauf, da wird sie nicht richtig angegriffen. Aline Schwanz mit dem zweiten Treffer für Parchim. 16:2. Und Gina Meinke mit dem Treffer Nummer 7. 17:2. Jetzt wieder dieses Stellen für Gina Meinke. Springt diesmal nicht. Mitspielerin gesehen. Da ist dann die Lücke zu. Aber es war immer eine andere, auch eine gute Variante. Und etwas anderes zu spielen, Möglichkeiten zu haben. Wenn man gegen eine bessere Abwehr spielt als die heutige. Und Vilja Elke scheitert am Pfosten. Der nächste Versuch von Charlotte Job scheitert ebenfalls an der Torhüterin Kimberly Köster. Und jetzt mal schöner Slalomlauf. Jetzt müsste der Pass nach außen kommen. Etwas zu spät, aber doch noch gut durchgespielt und die Chance schön gehalten von Pia Hamm. Und das war sehr gut gemacht. Schön freigespielt und Christine Keim schön hochgesprungen und oben links in den Winkel ist der Ball eingeschlagen. 17:3. Sehr schönes Tor. Charlotte Job, unvorbereiteter Wurf, weit übers Tor. Und schön abgefangen von Lisa Lorenz, hat da gut aufgepasst. Kriegt den Ball zwar nicht mehr ganz, aber sie ist wach an ihrer Gegenspielerin. Und Fanny, mit zurück! Du musst mit zurück! Egal! Und gut gehalten von Pia Hamm. Hörte man den Schweriner Trainer eben außen, außen, außen. Lisa Lorenz, die da versuchte, die Mitte durchzugehen und der Pass nach außen wäre sicherlich bessere Alternative gewesen. Abwurf. Jetzt für den Parchimer SV. Jetzt gibt es gelbe Karte gegen Malina Koll. Anbieten.
Ja, weiß ich nicht, wo sie hinspielen soll. Und wieder nicht. Boah. Und dann den Ball direkt auf den Torwart geworfen. Auch da hieß es wieder außen, obwohl ich... Fand ich ganz gut, dass sie da die Lücke gesucht hat. Und dann den Ball abgefangen, das Tor von Lara Elke. Zum 18:3. Und das Tor von Lisa Lorenz. Ihr zweiter Treffer. Zum 19:3. Jetzt haben wir noch 7 Sekunden in der ersten Hälfte. Schön gesehen, aber das ist die erste Halbzeit. Vorbei, 17:3 für Grünwald. Schwerin 2 gegen den Parchimer SV.